Herzlich willkommen hier in einer weiteren Folge Final Fantasy 14. Mit dem Triss, also Tristan. Hallo. Mit Paddy. Hi. Mit, wie heißt das? Hey. Und mit mir. Huhu. So, wir machen jetzt Gildengeheiß, Ja. ne? Ja, genau. Dann meldet man an, ja sie. Ihr habt euch ja. Was? Dann meldet man an, ja sie. Oh, jo, Ach so, genau. warte, lass mich mal schauen. Archiv, Woher kommt eigentlich der Name Inhaltssuche. Yazi? Weiß, Zufällig. kommt ziemlich spät, aber ach so, okay. Was soll man denn machen? Bockmanns Gefolge oder einer für alle für einen? Ich habe nämlich nur zwei Gildengeheiße. Ich hab nur eins, einer für alle für einen. Ja, ich hab auch nur das. Für Stufe 10. Okay, ja, dann machen wir das. Machen wir mal. Gibt einen guten Bonus. Also, ich muss erstmal den Haken reinmachen, so teilnehmen. Für Stufe 10, euer Zurückziehen. Ernst? Ja. Nein. Können wir keinen höheren machen? Nein. Ja, ich glaube, wir müssen erstmal den machen, bevor wir andere machen. Ich glaube, den haben wir aber auch noch gar nicht gemacht. Ja, ich sag ja, wir müssen erstmal den machen. Glaube ich. Also, Seo bin ich mir. Ist auch nicht, aber. Sollte klappen, sollte klappen. So, gucken wir mal. Schließen. Auch wegmachen. Geht das schon los? Ja. Boah, 42 Schaden. So viel, so wenig habe ich lange nicht mehr gemacht. Erstmal ein bisschen Protes hier nochmal. Wir mussten halt runtergesetzt werden dafür. Naja, ey, klar. wirklich, für einen 10er Schon Gildengeheiß. wenig. Hier so auf Level 25 rein, gell? Haut rein, Leute. Alles One-Hit. Ja, dann bräuchte ich ja gar nicht healen. Sieht jetzt auch ziemlich dürftig aus, was ich hier healen muss. Ja, gut, ich sag mal, durch unser Equip sind wir halt schon doch schon Unsere ganzen ziemlich overpowered Fertigkeiten dafür. und so. Ja, gut, die Fertigkeiten sind ja auch außer Gefecht gesetzt. Müssen wir hier rein? Ja, wir Ja. müssen hier rein. Was denn? Wow. Jetzt geht's hier richtig zur Sache. So. Aber ich glaube, dieses Gildenheiß habe ich Huch. aber sogar schon mal gemacht. Zwar nicht mit dem Charakter hier, aber. Oh. Ja, ich hab's auch schon mal gemacht. Ja, ich auch, aber mit einem Ist anderen. eigentlich Was immer kassiert der drauf Fatik war. denn auf einmal so Mehr viel muss er nicht Damage machen. hier? Mensch. Ah, hallo, Gegner. Muss man ja ganz plötzlich mal casten hier. Das wäre ab und an nicht schlecht, ja. Ja, als Healer. Ja, vorhin die Gegner, das war ja witzlos, was die an Damage machen. Oh, ich wurde angegriffen. Danke. Fällt mir sehr früh auf. Ja, da war der schon, da ist er schon längst an mir gehangen. Ja. Und fertig. Abgeben gehen und Das dann immer ging fertig. zügig. Auf jeden Fall, da war ja nur der Anfang jetzt von diesem, sag ich mal, von der Endboss-Phase, wo ich viel heilen musste, wo die ganzen Ads noch da waren. Nachdem die weg waren, war ja auch wieder. Ist okay. Passt. Naja, mein Gott. Ja, man Gab's kann hier nicht nicht auch alles haben. irgendwie mal was mit Wahl zum So. Besten? Mitspieler? Ich glaube, das. Gibt's nur, wenn du mit Fremden Ah, spielst. okay. Aber sicher bin ich mir jetzt auch Und nicht. die Aufnahme war jetzt noch nicht mal 5 Minuten. Naja, gut, dann machen wir halt noch eins. Guck mal, ob jetzt andere verfügbar sind. Ja, bei mir sind zwei Vielleicht haben wir verfügbar vielleicht gewesen. haben wir ja Glück. Ja, ich glaube, Jesse, Ja, du hast stimmt, doch mal jetzt ist gesagt, das du hattest zweite immer auch. schon mal was gemacht mit dem. Bockmanns Genau. Gefolge. Ja, Stimmt, genau, jetzt Stufe haben wir's. 10. Ja, wenn wir das fertig haben, Machen vielleicht wir kommen das wir dann auch nächste. das weiter. Oh. Oh je, teilnehmen. Mal sehen, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen mehr Action hier. Hallo, Stufe 10 Sieh schon, immer jetzt noch. klatschen wir die ganzen Gildengeheiße nacheinander alle durch in einer Genau. Folge. Dann haben wir wieder nichts zu tun. So. So, ich muss erstmal wieder bitte Protoss neu casten. Ja, das war ja klar, Patrick läuft einfach weiter. Kann.
wollte gerade sagen, kann jemand vielleicht den Hund ruhig stellen? Ja, das ist natürlich top, weißt du, der einzige ohne Protoss ist der Tank. Yay, so gehört sich das. Vor allen Dingen ist es ein Level 10 Gegner, also ich glaube, da mache ich mir nicht so viel Sorgen. Hallo, wir sind auch nur Stufe 11. Ja, gut, wir sind ja auch alle weniger überflüssig ist, oder was? Was mich traurig. Der Heal ist aber überflüssig, Entschuldigung. Dafür schubst ich jetzt. Ach, darf ich gar nicht, lol. Zwei weitere Gegner erscheinen. Sind ja runtergestuft. Nix zu sagen. Ja, Tank, ne? Weil mein Schildwurf nicht einsatzbereit ist, weil ich den noch nicht verwenden darf. Blöde Kacke. Entschuldigung. Bockmann. Sieht so ein bisschen aus wie ein Eisengigant. Das war's jetzt? Was gelegt und fertig, cool. Stufe 10. Gildengeheiße immer so, dass man nur reinkommt, so einen Boss-Typen umhaut, das war's? Gildengeheiße ja. Das weiß ich nicht. Glaube ich zumindest. Ja, aber ich glaube auf höherer Stufe sind die. Ja, gehe ich jetzt auch von aus, aber. Hoffe ich mal. Und so kann man wenigstens ein paar EP. Genau. Machen. Und Gild. Ist doch nicht schlecht. Genau. Und Gild, ja, genau. Stimmt. Wir kriegen jedes Mal über 1000 Gild, das ist auch super. Und können wir jetzt noch eins machen? Noch ein höheres? Bitte. Domkommando, ja. Dann meld mal an, Chef. Wunderbar, jetzt schon Stufe 15, super. Habt ihr das gehört? Ich höre schon den Timer, aber irgendwie komme ich aus meinem Ladescreen gerade nicht raus. Der dauert gerade unnatürlich lang. Chat verlaufen, alles kann ich schon schreiben, aber. Er freut sich. Passiert nichts. Ich habe quasi Blackscreen und Chatfenster. Weiterhin? Ja. Okay. Ich höre. Ja, jetzt höre ich es. Jetzt kann ich teilnehmen. Jetzt ist doch wirklich alles da. Ah. Das hat gerade aber unnatürlich lang gedauert, man. Also ist nicht mehr. Also haben wir den mit dem längsten Ladescreen gefunden. Hallo, das war's, eine Ausnahme, Mensch. Ja, genau. Leute, ich weiß nicht, was los ist, ne? Weil wir schon wieder alles schwarz und Ladescreen und habt ihr nicht gesehen. Also irgendwie. Ist dein Virenscanner vielleicht gerade angesprungen und macht. Ach nö, ich hoffe es nicht. Dein Protoss zündet doch nicht. Mir kann auch gar nichts zünden. Verteidigungswert ist erhöht. Ach, hat der Patrick gerade gemacht oder was? Ja. Ja, meiner schützt auch noch gegen Magieverteidigung, das ist der Unterschied. Ja, genau. Deshalb wirkt meiner wahrscheinlich nicht, wenn deiner aktiv ist. Richtig, genau. Weil meine natürlich besser ist. Das hatten wir ja schon festgestellt. Jo. Aber das ist auch nur, weil ich halt kein Druide bin, sondern einfach nur die Fähigkeit vom Druiden genommen habe. Korrekt. Leute, das tut mir leid, ne? Aber ich kann nichts dagegen machen. Kein Problem. Keine Hektik. Mach ich den Chatfenster einfach mal Fullscreen und schreib mal ein bisschen was. Ui. Leute, das gibt so um die 7000 Routine. Knapp. Das ist doch was, oder? War auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber. Vorausgesetzt, wir schaffen es in 30 Minuten. Ja, ich weiß nicht, mein Ladescreen sagt gerade nein. Wir wissen's. Aber ich glaube, die Zeit beginnt auch erst abzuzählen, sobald der Jan da ist. Ja, bei mir läuft es auch nicht. Jo. Guppi, endlich. Ah, wunderbar. Ja, da läuft er, bevor ich Protoss caste. Guck, sieh dir das an. Oha, weil ich hab grad aber übelste Hänger auch drin. Okay, deine Leitung ist überbelastet. Vielleicht hätte ich doch mal Borderlands ausmachen sollen. Ja. Aber bis jetzt hat es eigentlich auch nicht geschafft, weil da passiert ja nichts. Das ist einfach nur an. Und bis jetzt lief es auch die ganze Zeit. Ja, aber es frisst trotzdem was. Das lief ja bis jetzt auch die ganze Zeit, nur jetzt auf einmal irgendwie. Vielleicht hat es jetzt angefangen, irgendein Update zu ziehen.
Oder irgendjemand ist in dein Spiel eingestiegen oder sonst irgendwas. Ach scheiße, es könnte doch, bei Steam könnte es Updates und Updates sein, weil ich habe so eingestellt, dass das auch geht, während ich spiele. Siehst du? Und diesmal ist das Gildenherz sogar anscheinend ein bisschen länger. Mhm. Aua, irgendwas greift mich da von hinten an, Leute. Also schön aufpassen. Ja, das sehe ich auch gerade. Zwei Viecher da. Wo ist das Feder? Und die unterbrechen meine Zauber, das ist gar nicht nett. Komm schon, Schweini, stirb, stirb, stirb. Mensch. Komm, Jan, stirb. Okay. Hier aber gerade kein. Oh, doch, ich kann doch Agro ziehen. Ja, wenn ich Agro ziehe, dann heile ich mich ja selber. Bringt dann ja nicht viel. Jetzt den Hebel betätigen. Ich mach das mal. Weite Tor ist offen, los! Entweder macht einer auf Hund oder. Ey, ich hab doch gerade was wegen dem Hund gesagt, oder? Meine AOE-Spells gehen immer noch nicht. Ey, die mögen mich nicht. Nein, ich bin paralysiert. Wieso? Natürlich nett, ne? Wenn das im falschen Augenblick kommt. Aber okay, bei den kleinen Gegnern hier vielleicht nicht jetzt unbedingt, aber. Ja, doch. Kann böse enden. Kann, tut aber nicht. Ich weiß noch, da auf der Gamescom letztes Jahr, in der Bossfight, das war einfach nur genial. Wenn du dazu geguckt hast, wie die Weißmagier manchmal entweder einfach nur Scheiße gebaut haben. Oder es einfach diese random Verwandlungen vom Gegner manchmal, vom Boss. Das war richtig schlimm, wenn beide Weißmagier davon erwischt wurden. Da war eigentlich schon fast vorbei. Leute, geht mal weg von den seitlichen Felsen. Dahinter lauern Gegner. Nur so. Am Rande. Ist mir gerade so aufgefallen. Oh, jetzt wo du es sagst. Lauern ja, da irgendwas. Damit habe ich eigentlich auch insbesondere dich gemeint. Ja, weil du mittendrin stehst. Außerdem bist du der Heiler. Wenn du drauf gehst, sind wir alle anderen auch im Arsch. Naja. So ungern ich es auch zugebe. Kann der Tank anfangen zu healen. Er kann auch Vita, falls er genügend Mana dafür hat. Halte ich nicht für die beste Idee. Ey, die mobben mich. Jetzt mobben sie mich. Find ich gut. Ich würde gern mitmachen, aber dann verrecken wir jetzt alle, wenn ich dich nicht heile. Oh. Auch hier war wieder Boss gelegt, alle anderen gelegt, wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, aber ich hoffe, dieses, ne, pandiert in dem gleichen Maße. Desto höher das Level 5 Stufen, dann wieder ein bisschen länger das Gildengeheiß, ne, ein bisschen stärker. Mhm, klar, logisch. Ja, klar. Aber gibt ordentlich Belohnung. 1400 DP. Mit 300. Jetzt kommt wieder der Loadscreen. Hast du den Bonus nicht bekommen? Doch, einen Bonus von 360. 360? Ich habe ungefähr 6000 bekommen. Ja. Weiß nicht warum. Deine Routine steigt um 7622 Punkte. Ja, 7622 insgesamt. Ah, super. Insgesamt. Ey, sag nicht, dass ich dann, weil ich keinen Damage gemacht habe. Wie viel hast du denn? Nee, das ist ja vorher. Nur 1812. Das war ja vorher bei mir schon angekündigt. Das stand ja schon in der Beschreibung, bevor ich überhaupt angenommen habe, dass es dafür 6000 Bonus gibt. Also im Chatverlauf steht, deine Routine steigt um 1612. 1812. Okay. Warum kriegt ihr so viel, wenn ich so wenig krieg? Das ist doch scheiße. Liebe Zuschauer, ein weiteres Rätsel, das eurer Hilfe bedarf. Ich glaube allein, weil er sich als Magier angemeldet hat, also als Healer angemeldet hat, oder? Nee, als Healer ist ja genauso wichtig wie Damage Dealer oder Tank. Ja, eigentlich schon, stimmt. Ja. Komisch. Kriegen die alle mehr PV, ist das auch Schweinerei? Da kann ich eigentlich schon das nächste anmelden, ne? Also geht ja nicht los. Da steht auch wieder Bonus 6050. Ja, dieses Mal war ich jetzt auch direkt wieder nach der Runde da, also ich weiß nicht, was das ist. Ja, sieh, ich glaube, du solltest dich mal wieder ein bisschen nach vorne legen. Gil oder leben? Gil! Auf jeden Fall, Gil, auf jeden Fall, Gil. Also, scheiß auf mein Leben, Gil, her damit. Süßes. Süßes oder saures, ich nehme das saure.
Aha, ich nehme das Skill, das ist weder süß noch sauer. Ja, nee, schmeckt nach Eisen. Es fangt die Giftkröte. Ach scheiße, das hab ich gar nicht. Ich hab mal drauf gedacht, den Geist was da stand, von wegen Gil und so, also Routine. Würde mal bitte jemand das Riesenvieh tanken? Nee, ja, und die Viecher nicht unbedingt direkt vor mich locken, sodass ich mitten im AOE stehe. Man hält die viel aus. Ja, hat halt einen dicken Panzer. Die ist eine Stufe über uns. Die asozial. Ja. Auch das passiert. Ich hab gehört, wir laufen demnächst öfter Gildengeheiße. Scheint so. Aber wir können auf jeden Fall immer mal zum Abschluss mal einen Gildengeheiß hinten dranhängen. Genau. Ja, ja, gut, ich sag mal, mit steigender. Ja. Mit steigendem Dings wird das irgendwann schon eine Folge in Anspruch. Ja, können wir so machen: 3 Folgen halt Questen und die letzte Folge halt Gildengeheiß. Immer so dazwischen. Ja, ist bestimmt immer ein schöner Abschluss. So habt ihr, unsere lieben Zuschauer, auch einmal die Woche so einen schönen Gildengeheiß dabei. Genau. Ob der schön ist, das sehen wir dann noch. Ob dann irgendwann mal ein Gegenteil kommt, ja, der ist wenigstens was anderes, weißt du? Das ist halt dann so. Im Moment ist er ja doch eher ein bisschen lahm. Produziert Schlafgas, indem ihr mit den Essenzen der besiegten Feuerexekorne das Kraut verbrennt. Okay, was ist ein Kraut? Keine Ahnung, aber ich glaube, wir brauchen kein Schlafgas. Seht ihr? Bumm, sie schläft. Ja. Fehlgeschlagen. Tja. Oh. Na sowas. Ja. Man sollte vielleicht auch mal vorher richtig lesen, was man denn zu tun hat. Könnte weiterhelfen. Ja, wäre eine gute Idee. Einfach gegen Omon reicht wahrscheinlich nicht. Ja, wir haben es aller super Network gemacht. Laut Dino und Sam erstmal schießen und dann Fragen stellen. Genau! Ja, ich glaube diese Folge nenne ich Fail auf höchstem Niveau. Naja, höchstes Niveau. Ja, was? Wir haben's falsch gemacht, aber das war klasse. So, mit einem Selbstbewusstsein, dass da weniger beim Fail ans Tag liegt. Vor allem der MC, der liest es gerade noch kurz bevor wir es wie tot haben, ne? Ja. Also, diesmal schläfern wir es ein, so. Hab ich gehört. Gibt's jetzt noch Bonus dafür? Nur zum Schlafen bringen oder nicht einschläfern? Ja, guck mal. Was müssen wir denn? Ach, hier. Kräuterhaufen. Mal sehen. Was? Feuer-Hexagon-Essenz erforderlich? Genau, und da kommt jetzt gleich eine Feuer-Essenz. Also so ein komisches Feuervieh von da oben runter. Feuer-Hexagon, und ja. Das müsst ihr kaputt machen. Und dann kommt so eine Feuer-Essenz raus und das dann hier drüber gießen, glaube ich. Wenn es mich nicht alles täuscht. Schön zu wissen. Also, die ja bla 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 Strauchelbiene heilen die Griffkröte. Die müssen wir jetzt als erstes mal töten. Schon dabei. Und vielleicht sollte ich mal Aggro ziehen als Tank. Ja, das wäre nicht schlecht, so wie die auf mich zugelaufen kamen. Das wäre super, ja. Ich glaube, der will mich immer noch mobben. Ja, okay. Jetzt nicht mehr. Gerne. So, also die Strauchdiebe sind Geschichte. Wo
bleibt jetzt das Feuer. Ich glaube, wir müssen die erstmal ein bisschen anschwächen halt. Ist ja immer nur ein Bossfight, ne? Ja. Ah, okay. Genau, und dann kann der Healer das Teil kurz aufsammeln. Das wird aber angezeigt, heißt dann ein Gegner erscheint. Ah, stimmt, das war vorhin schon mal. Ich glaube, die wird aber noch von irgendwas geheilt. Weil die hat, oder? Also von mir nicht. Wind. Der Wind, das ist mein Zauber. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Achso, okay, gut, dann... Ist ja auch bloß noch außerdem viel sonst nichts. Das ist Damage über Zeit und ich dachte, so einfach wie ihr gerade zu heilen seid, hau ich halt ein paar Heal-Spells raus, jetzt. Ein paar Damage-Spells. Ja, klar. Jetzt. Hier oben. Ah, ja, da ist es. Was? Ja, gut. Das stimmt. Und dann sammelt der Heal das jetzt mal bitte auf kurz. So. Zu spät. Ich hab eine. Nicht da, sondern da hinten. Den Beutel. Du brauchst ja die Falle auslösen, ja. Das ist ja das Schöne. So, jetzt hier reinlocken hier. Aus dem Weg, fette Schildkröte, Mann, Marsch. Betäubung. Gute Nacht, kleine Kröte, wenn du aufwachst. Ach, jetzt müssen wir. Achso, ich dachte, jetzt müssen wir noch mehr. Ja, machen. War natürlich viel einfacher und kürzer als das, was wir gemacht haben. Ja, doch, definitiv. So, na also. Okay, Sehr gut, schön. Das war wirklich beeindruckend. Hier, deine Belohnung. Ich habe mir erlaubt, dir etwas aufzustocken. Mit Bonus. Fast 8000, das ist schön. Ja, jetzt auch. Ja, da, Bonus, genau. 6427. Ja, jetzt habe ich auch so, nur weil ich mit angegriffen habe. 100 pro. Nee, dann wird sie ja vorher schon anzeigen. Also mir hat's den Bonus ja auch vorher auch schon angezeigt, ja, bevor ich halt überhaupt gestartet habe. Wahrscheinlich, weil du in dem Feld schon mal drin warst. Nein. Nee, war ich noch nie. Weil den Bonus gibt's ja nur, wenn du in dem Feld noch nicht drin warst. Mit meinem Typ war ich ja noch in gar keinem Feld. Ja. Wir sind nicht Feld, bei sondern, übrigen... Ja, ich weiß, was mein Gegner heißt. Wir sind im Übrigen bei 22 Minuten. Wollen wir dann noch vollzahlen? Dann würde ich sagen... Grad... Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke fürs Zugucken. Danke für uns Bis Zuhören dann. Und uns aushalten. Haut rein. Ja, ciao. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.